Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Leute, heute gibt es mal wieder eine Reaction. Wir reagieren auf Dahab und Kilomatik, immer noch Knast, official Qualität Video. Wir gehen natürlich ganz kurz eben auch in die Infobox rein. Zack. Digga, meine Maus spielt so verrückt, ihr wisst gar nicht, Alter. Die ist einfach chöp, weil ich immer so viel drauf geschlagen habe. Ich muss jetzt so machen. Okay, Folgen produziert haben wir hier. Produziert von Majestic und Thank You Kid sagt uns auf jeden Fall was. Video ist von 100k Films. Directed haben wir hier auch alles, also steht alles drin. Videobox ist voll, Ramo natürlich. Ich überlege gerade, also hier haben wir natürlich die ganzen Leute, ne, Ramo, Malo, Kilomatik, Dahab, Qualität der Music. Auf Ramo haben wir schon mal reagiert mit Brado. Und das ist jetzt die, ja doch, das ist die erste Reaktion auf Qualität der Music. Ihr habt es auf Instagram geschrieben, ihr wolltet das unbedingt haben. Euer Vorschlag, zack, zack, ich bin da, ballert mir immer Vorschläge rein in die Kommentare, auch heute Nacht. Wir geben uns jetzt den Song. Ich glaube, wir haben genug gelabert. Let's go. Ich muss sagen, also jetzt, ich lasse jetzt auf jeden Fall durchlaufen, aber mir gefällt das Intro irgendwie. Das Intro ist so... Ich weiß nicht, das hat so Oldschool-Vibes. Ich finde es irgendwie nice. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Ist irgendwie perfekt. Okay. Zack, jetzt gehen wir rein. Ich sitze immer noch im Knast, frische Luft sind wie Abgase. Streich mein Ghetto von der Landkarte. Was für Haftstrafe. Ich das drei. Okay. Also, scheint sich, hört sich so an, als würde es so beatmäßig eher in eine ruhigere Richtung gehen und message-mäßig eher aus dem Herz Vergangenheit, denke ich mal, kommt jetzt auf uns zu. Also Deep Shit. Gucken. Jahre, wegen Schüsse aus einem Benz, kannst bestimmt nicht von der Landstraße. Sie wollen mit Whisky ihren Durst stillen, mit Kokain ihren Kopf killen. Sie wollen mit Guns in die Shops rennen. Sie wollen ein volles Magazin in dein Kopf bängen. Boah, also sag mal so. Ich hab jetzt, ich muss nochmal kurz gucken, also Thank You Kid und Majestic? Egal, Digga, meine Maus ist so chöp. Aber Beat hört sich nice an, ich sag euch ehrlich, Beat hört sich nice an und seine Stimme auf dem Beat gerade. Digga, bis jetzt gefällt mir. Mein Herz blutet, weil das Karma mich zerreißt, werd im Bullenwagen abgeführt, Mama tut mir leid. Scheine in der Jogginghose, Nike, Kanake. Du Schreckschussattrappe, robb das Geld aus der Kasse. Big Bags aus der Tasche. Der Arab, der vor Kripos flieht, Opa aus dem Alka. Boah, Junge, ich sag mal so, mir gefällt seine Stimme unnormal, weil zu dieser Songrichtung, zu diesem bisschen deeper, auch aggressive, diese kratzige, raue Stimme, finde ich immer nice. Ey, habe ich das ein bisschen zu leise? Kann das sein? Ich glaube, so ist besser. Flieht, Opa aus dem Alcatraz, ähnelt einem Kriegsgebiet. Ich bin der, der den Basie auf dein Kopf scheppert. Schlachte Deutsch-Rapper, Rupotter, Godfella. Bullen auf der Jagd, Tatwaffe, Täter-Sound. Schlag dir die Zähne raus, Strafakte, Lebenslauf. Der Weg ist steinig, doch ich folge diesem Pfad. Betäube mich mit... Also ich sag mal so, bis jetzt kann man, also bis jetzt habe ich nichts auszusetzen. Es hört sich nice an. Beat auch, gefällt mir gut. Video ist schön straßemäßig. Bei so einer Songrichtung erwarte ich auch kein zu krasses Video mit zu krassen Szenenwechsel oder so. Einfach Straße soll rüberkommen. Das, was der Rap, das soll gezeigt werden. Und das ist auf jeden Fall der Fall. Doch ich folge diesem Pfad. Betäube mich mit Gras, denn der Teufel lässt nicht nach. In meiner Stadt strahlt kein Licht durch den Nebel. Gift in den Venen, finstere Seelen. Dahab ist ne Flow Beretta, Vollzeit-Rapper. Aufgewachsen zwischen Zorn und Bella. Ich sitze immer noch im... Okay, wir haben Dahabs Part gehört. Ich sag mal so, er hat abgeliefert. Kann man sich sehr, sehr gut geben. Jetzt geht's, glaube ich, in die Pre-Hook-Hook rein und dann gucken wir mal, was Kilomatik noch so zu sagen hat. Digga, wenn du wirklich Straße, wenn du richtig aggressiv, richtig harten Rap, richtig Oldschool-Rap hören willst, einfach bei Qualität da vorbeischauen. Das frische Luft sind wie Abgase, streich mein Ghetto von der Landkarte, was für Haftstrafe, ich saß 3 Jahre, wegen Schüsse aus nem Benz, kannst bestimmt nicht von der Landstraße, sie wollen mit Whisky ihren Durst stillen, mit Kokain ihren Kopf killen. Okay, also, wir sind jetzt in der Hook. Dann jetzt kommt Kilomatics Part. War das richtig? War das Deutsch? Bruder, ich bin die letzten Tage auch weg, Alter. Ich bin weg. Ich bin ciao. Manchmal in den Kommentaren, Bruder, du hast das falsch gesagt. Sorry dafür.
Sie wollen mit Guns in die Shops rennen. Sie wollen ein volles Magazin in dein Kopf sprengen. Mir ständig Kopf wie ein Shisha bei Kenner. Sitz in die Kinder, rauch ein riesigen Ella. Kids kaufen KGH schon für mich mit Henna. Niemand. Oh Junge, seine Stimme. Seine Stimme, dieses. Ich finde das gut, dass die beiden hier den Song machen, weil da hab er so tiefere Stimme. Kilomatik kommt eher so mit einer höheren Stimme rein. Boah, ich mag das, wenn zwei Künstler unterschiedliche Stimmen haben. So wird ein Song nicht langweilig. Bella, Butterfly wie Propeller. Trotz Krisenkabinett, drück ich Kilos, halt ich weg. Keine Filme, wie sind echt. Mache Millen in mein Jet. Irgendwann hat dich satt, in einer Traumwelt zu leben. Ich vertraue. Ah, Junge, ich muss sagen, seine Stimme, ne? Unnormal nice, unnormal passend. Unnormal geil. Und wenn er aggressiv rappt, dann ist auch vorbei. Also richtig dieses Eskalation-Rap. Wenn er das bringt, dann ist auch vorbei. Direkt sein Einstieg hat mir richtig gut gefallen. Richtig, richtig gut gefallen. Um will zu leben, ich vertraue auf Gott, will an dir aufrecht zu gehen. Royal US West, Einflüsterung, deshalb liegen für die Waffen genug Bleikugeln rum. Der Junge aus dem Block, der den Benz davor packt, da hab wenn nicht mit Rap, dann mit Geldtransporter. Ich sitz immer noch im Knast, frische Luft sind. Digga, Kilomatik hat hier in dem Song eher das, ja, eher den kürzeren Part, beziehungsweise die kürzere Stelle, man hört von ihm einen Part und Dahab macht hier Hook, Pre-Hook noch einen Part. Aber dennoch muss ich sagen, Kilomatics Part hat mir krass gut gefallen. Hat mir richtig gut gefallen. Der Wechsel hat gerade richtig gut getan auch. Wie Abgase, streich mein Ghetto von der Landkarte. Was für Haftstrafe, ich saß 3 Jahre. Boah, hier drinnen werden jetzt so schnelle Drops geil. Wegen Schiss aus nem Benz kannst bestimmt nicht von der Landstraße. Zack, und da waren sie. Noch ein bisschen lauter wäre noch geiler gewesen. Wollen mit Whisky ihren Durst stillen. Mit Kokain ihren Kopf killen. Sie wollen mit Guns in die Shops rennen. Sie wollen ein volles Magazin in dein Kopf bängen. Nice, Digga, jetzt wird noch Beat abgespielt. Ich kann mal so viel sagen. Beide gut abgeliefert. Digga, ich fand beide krass. Wir müssen jetzt hier irgendwie keine Vergleiche ziehen. Die haben einfach beide abgeliefert. Ist ein geiler Song, kann man sich gut streamen. Kann noch ein bisschen Beat-Up-Gespiele auch hören. So mäßig Outro jetzt, Beat wird ruhiger und jetzt geht Richtung Ende. Leute, ich sag mal so, checkt den Song ab, hat mir auch nochmal gefallen. Macht's gut, das war die Reaction, haut rein und ciao.